Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota. Die deutschen Beachvolleyballteams haben in London 2012 und in Rio 2016 für Furore gesorgt. Erst gab es Gold für Brink Reckermann, dann für Ludwig Walkenhorst. In Tokio gibt es keine Medaille. Julius Thole und Clemens Wickler aus Hamburg, die Vision Gold das erste Mal im April 2018 besucht hat, schaffen es nach tollen Spielen bis ins Viertelfinale. Da verlieren sie aber gegen die russische Kombo Krasilnikov-Stojanowski. Gegen die beiden hatten Thole Wickler auch vor 2 Jahren im WM-Finale in ihrer Heimatstadt das Nachsehen. Silber war damals trotzdem ein riesiger Erfolg. Jetzt kehren sie ohne Medaille von ihren ersten Olympischen Spielen zurück, aber trotzdem mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, moin zusammen, wir sind gerade in Frankfurt am Flughafen gelandet. Lange Reise liegt hinter uns. Ja, bei unseren ersten Olympischen Spielen, glaube ich, ein 5. Platz. Damit brauchen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken. Und ja, sind mittlerweile auch happy damit. Auf jeden Fall. Die Freude kam dann doch mit ein bisschen Abstand. Vielen, vielen Dank für die grandiose Unterstützung. Haben uns sehr darüber gefreut, dass wir so tolle Partner an unserer Seite haben. Bis dann. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota.